Hey, ihr lieben Zuschauer, die das Meer angeschwemmt hat, willkommen zurück zu Death Stranding, so heißt das Spiel. So, was können wir denn machen noch? Haben wir hier ein paar Äste drin? Ja, Wasser läuft soweit. Die sind beide voll. Wir haben noch genug von diesen Blättern, um nachzulegen. Ja, mir fehlt halt leider immer noch diese dumme... Hallo? Diese dumme Handwerksstufe. Ich krieg einfach nicht Level 6. Weiß nicht, was ich anders machen soll. Ich hol mir noch mal kurz den... Hier. Nein! Oh. Ich komm wieder gar nicht klar, weißt du? Ich mach irgendwie einen Tag nicht spiele und schon läuft wieder gar nichts. So, warte. Das tut mal weg. Ja. Ja. Packen wir auf die 4. Ich versuche mir mal ein paar Fische zu angeln. Beziehungsweise kann ich eigentlich auch den großen Speer nehmen. Oh, wir legen uns lieber mal schlafen. Wie wär's damit? Ja, komm, wir legen uns schlafen. Hätte ich auch früher eigentlich schon vor dem Part machen können. Und dass ich dann morgens starte, wäre vielleicht schlau gewesen. Ich muss etwas zu essen finden. Ich fühle mich so schwach. Ups. Das ist unschön. Aber was zu trinken vielleicht noch, ne? So. Nein. Und aus. Perfekt. So, jetzt haben wir schon was zu trinken. Wie, nur einen Schluck? Ungeheuerlich. Ich habe die ganze Nacht nichts gemacht und krieg nur einen Schluck. Dann. Gibt's ja gar nicht. Holz legen wir mal rein. Seile. Und jetzt holen wir uns noch ein paar große Fische, dass ich mal wieder ein bisschen Ruhe habe. Nee, was mache ich denn? Seile? Wo sind die Seile? Da. Wir müssen halt weitermachen, wie ist, ne? So wie es geht, machen wir jetzt weiter. Weil... Ich muss irgendwie die Handwerksstufe noch hochkriegen, indem ich noch ein bisschen was baue. So, ich habe übrigens nochmal geguckt, der ganze Lehm ist weg. Ich finde einfach gar nichts mehr, Leute. Alles verschwunden. Ne, warte, ich nehme lieber den Speer. Also hier auf der Insel gibt es leider keinen mehr. Könnte höchstens mal auf eine andere wieder fahren, rüber mit dem Boot. Oder halt direkt auf dem Meer gucken. Oh, ich habe wieder keine Ausdauer. Mist. Oh, komm, wo sind sie? Die dicken Fische. Ich will keine Haie anlocken. Aber ja. Zack. Na, komm her. Auch ein dicker Fisch. Aber eigentlich brauche ich ja die ganz dicken. Wow! Oh ne, Leute, Hammerhaie sind mir echt zu krass. Hammerhaie sind echt gefährlich. Die machen richtig Stunk, Mistviecher. Doch immer auszutricksen, gehen wir auf die andere Seite. Nee, nee. Hammerhaie lege ich mich nicht an. Ganz und gar nicht. Aber wie gesagt, vielleicht auf der Seite hier ist es ein bisschen ruhiger. Eigentlich sind hier immer die großen, dicken Fische gewesen, da, auf der Seite hier. Jetzt habe ich ja wieder Glück. Oder ich hole mir mal das Harpunengewehr und werde den abknallen. Wird man. Dein Kabeljau. Da weg. Aber ja, ist gut. So, mehr brauche ich jetzt eigentlich gar nicht, oder? Oh, Wasserschlange. Oh, da. Den meine ich. Der riesige Zackenbarsch. Oh nein. Boah. Du bist der Woche mir nichts macht. Oh, komm. Oh, war knapp.
Jetzt aber nichts wie raus hier. Eieieiei. Das ist schon knapp manchmal. So, dieser dumme andere Fisch, der kann mich übrigens auch vergiften. Dieser Königsfisch da, den ich auch für Haiabwehrmittel nutzen kann. Oder als. Oh, ist disgusting. Das ist auch disgusting. Einfach nur Fisch ausnehmen, ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, was er hat. So. Ja, dann werden wir nochmal auf die Insel rüber müssen, wo ich schon war. Hallo? Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Denn wir brauchen noch Zeug. Lehm, um genau zu sein. Weil ich will das Haus weiter mit Lehm ausbauen. Ziegeln. Hoppala. Ein bisschen. Ihr kennt es. Ich habe wahrscheinlich keinen Platz mehr, ne? Oh doch. Was? So viel Platz habe ich noch gehabt. Ja. Alles klar. Dann. Erstmal ein bisschen Blätter nachlegen. Oh, ist auch fast leer. So, hab ich. Nee, hab ich natürlich nicht. Hab ich denn das Teil da? Ah, ich bin der Meister. So schnell, wie ich es ankriege. So. Na. Schade. Geht nicht mehr. Die voll? Ah, natürlich ist die voll. Da haben wir eigentlich. Ah, es geht. So. Wenn ich das mal da wegpacken, dann geht's gleich wieder zurück aufs Meer. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich brauche halt einfach jetzt Lehm, um da noch irgendwas hinzukriegen. Oh. Weil. So. Trinken geht auch gerade nicht. Ach, warte, die Spitzhacke sollte ich vielleicht mitnehmen, ne? Oh. Ich habe wieder ein bisschen was Bewässerung für meine Pflanzen hier. Hä? Achso. So, die Kartoffelbeete. Oh, Kartoffel! Eine Kartoffel! Ich denke, ich jetzt vergiftet. Ich wollte es gerade mal testen. Aber ich werde auch nicht vergiftet oder so. Also alles okay. Jetzt noch ganz schnell die Spitzhacke. Hm. Die kann ich mir halt auch nicht gerade mitnehmen jetzt. Das ist geräuchert, ne? Verdorben! Warum ist der verdorben? Aber. Den hatte ich doch geräuchert. Mann, so ein Scheiß. Aber die Sardine, die ist auch noch gut, ne? Warum sagst du, uah? Ist das schlecht, das Essen? Ist der Fisch schlecht geworden? Der liegt halt schon Ewigkeiten hier rum, ne? Aber muss das denn zwangsweise schlecht sein? Was? Waffe leucht? Achso. Ja.
Nee, ist noch gut. Krass. Ist fertig? Nee, immer noch nicht. Da kommt ein bisschen, können wir noch warten. So. Geben wir noch ein Blatt rum vielleicht? Nee. Immer noch kein Vogel in der Falle. Ja, ey. Ja! Ich finde das Geräusch so super. Ding, 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 ding. So, Mittelfischfleisch gekocht. Wie gekocht? Wie ist mitgeräuchert? Das ist halt voll geil, dass es ding, ding, ding macht. So, geräuchert, Fischmittel. Kocht. Was ist jetzt der Unterschied, bitte? Mal geräuchert, gekocht. Ich weiß nicht, was der... Oder wenn man es länger drin lässt, ist es dann gekocht, oder was? Ich vermute es einfach mal, dass wenn ich den jetzt länger drin lasse, dann ist es gekocht. Geräuchert. So. Anders habe ich keine Ahnung. Ich brauche noch ein paar Pflanzenteile. Die immer noch. Ah, da vorne. Palme noch. Ja, ich sag ja, die Zeit, die Zeit. Ich kann es halt jetzt leider gar nicht. Aber warte mal, die lassen wir noch liegen. Ich wollte so gerne jetzt Handwerk hoch haben. Vielleicht haue ich einfach noch ein paar Sachen weg und dann machen wir das jetzt. Auf Teufel komm raus, zieh ich es jetzt dann durch und baue einfach so lange Quatsch, bis ich den Handwerkslevel habe. Ah, die Yucca-Palmen, die wachsen übrigens auch wieder ganz flott. Hui. So, mal hier. So. Ich könnte wetten, das ist das nämlich, ne? Ding macht, ist es fertig, aber dann... Ja, es ist gekocht. Warte ein bisschen länger, vielleicht ist es dann geräuchert, weil deswegen ist es wohl auch schlecht geworden, mein Fisch. Weil es ist ein Räucherofen, was willst du denn erwarten? Es räuchert, es tut, macht das, was es tun soll. So, komm, wir bauen einfach noch ein paar Bootsteile. Auch wenn es halt so keinen Sinn macht. Aber warte, ich könnte hier doch das Dach weiterbauen. Mal das Dach noch zu. Hab euch um einen Hammer. So. Da stand da noch 10% Haltbarkeit bei dem einen Hammer. Nicht so gut. Als Dach. So, bitte, bitte gib mir jetzt endlich das Handwerkslevel. Ist das so ranpappen? Ja, geht. Bitte. Immer noch nicht.
Langsam habe ich auch keine großen Palmen mehr hier auf der Insel. Ist denn nur aus Blättern was bauen? Warte mal. Kann ich mich am Bett machen? War da nicht was? Handwerk. Ein Stuhl, ein Regal, ein Tisch. Und ein Bett, genau. Drei Äste, drei Seile und drei Leder. Ja, ich habe kein Leder. Nicht mehr. Ist blöd. Ja. Geht's aber schnell wieder leer. Ist geräuchert mittlerweile? Ja. Da bin ich einfach nur doof, dann habe ich es falsch gemacht. Bin halt nicht durstig, nicht hungrig, ne? Oh, jetzt kommt wieder ein Unwetter. Na gut. Hat sich das gerade eh erledigt. Von wegen auf eine andere Insel. Steine habe ich immer noch voll. Durchgang, komm. Holzbogen. Eine kleine Regenhütte hier. Die Stufe steigt aber auch nicht mehr. Ich glaube, das ist verbuggt oder so. Das muss schon längst auf der Maximalstufe sein. Warum kann ich diese Bäume eigentlich nicht umhauen hier, diese Pinien oder was das ist? Guck, die sind kaputtbar. Was sind denn da so einzelne Stöcke? Was Schönes machen. Oboofen? Nee. Habe ich auch einen Webstuhl, habe ich alles. Alles schon gebaut soweit. Weltregal, Plankenregal, Bett? Nee. Ich kann einen Stuhl machen aus drei Planken. Ob es das noch bringt. Oh. Geräuchert. Sehr gut. Geräucherter Fisch ist bester Fisch. Ja, und man lernt ja nie aus, ne? Gut zu wissen, dass man da noch mehr Zeug verbraucht. Ja, die Palmen sind zu klein, aber dir geht eigentlich zum Hacken. Ich finde das Unwetter immer noch geil, also unabdingbar geil. Ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich will unbedingt noch, schneide ich halt wieder raus, ne? Es geht nicht anders.
magische Tool. Warte mal. Ich weiß, wo ich den hinpacke. In meinen Ausguck. Wirklich eine Deko, ich kann mich nicht mal hinsetzen. So, Geschichte, Farming, Transportmittel. Oh, 14 Äste brauche ich ja dafür. Ah ne, warte. Oh, ich brauche das Fundament noch. Oh Mann. Gas. Dann vielleicht... ein Seil und einen Stoff noch. Oder Flusssegel erstmal. Auch noch Seil und Stoff. Bei wie viel? Eins? Okay, ich packe es mir mal an. Macht es mal ein bisschen leichter vielleicht. Da. Da. Übrigens, bloß Segel Level 1 ist es noch. Yay! Geil! Ich sehe auch gleich aufspannt, das Segel. Oh, cool. Denn überhaupt 18 Uhr schon wieder. Tja, keine Palmen mehr, ne? Also schon noch Palmen, aber lohnt sich leider nicht, die umzuhauen. Ich muss einfach auf eine andere Insel fahren jetzt. Es geht nicht anders. Aber die hier ist wieder recht hoch. Ich will das mal mit dem Segelboot machen. Hallo? Meine Axt futsch? Oh mein Gott, meine Axt ist futsch. Axt nicht, ne? 14 und ein Seil. Haben wir dann 12 nur? Hm. Brauche ich mir jetzt erstmal wieder eine Axt, ha? Ja? So. Beine haben wir ja genug. Was brauchen wir für die bessere Axt? Große, grob Axt? Nee. Vergesst das immer wieder. Noch ein Stein und Leder. Hä? Den nicht. Der Steinsplitter jetzt. Hä? What? Sehe es einfach nicht. So. Lederbändchen. Oh, Levelaufstieg, Handwerk, endlich! Da geht's auch! Verdammte Axt! Verdammte Axt! Jetzt ist auch egal. Brauche ich hier noch schnell? Oh Leute, endlich hab ich was geschafft! Mann, Mann, Mann!
Habe ich auch noch ein Seil. Aber jetzt ein schönes Boot, auch wenn es total sinnlos ist mittlerweile. Jetzt haben wir endlich den Handwerkslevel, meine Güte. Hat aber auch gedauert hier. So. Hä? Geht das nicht? Hallo. Ihr habt doch das Fundament, ja. Aber den Boden kann ich auch nicht mehr dran machen jetzt. Etwas im Weg. Was denn? Kann man das nicht irgendwo noch dran bauen jetzt? Fundament. Aber wie mache ich das Fluss denn jetzt größer, bitte? Gar nicht. Ich verstehe das nicht. Wie soll ich denn das Boot jetzt vergrößern? Ah, im Wasser geht. Oh nein. Im Wasser geht's, wollte ich sagen. Ach, scheiße. Bleib da, Boot! Hab mich verdrückt, Mann. Halt die Schnauze jetzt. Ist auch im Weg. Nicht dein Ernst, oder? Muss es wieder zerstört, cool. Boah. Ist auch egal. Komm jetzt ein Gyrokopter. Erstmal kurz schlafen. Ja, 21:15 Uhr. Schlafenszeit für alte Leute. Nee, kein Scheiß, da lege ich mich auch manchmal hin. Aber ich stehe auch morgens wieder früh auf. Wie alte Leute. So, einen Speer. Hammer brauchen wir mal nicht. Okay. Leute, jetzt endlich ist der Part, wo wir uns den Gyrokopter bauen. Darauf erstmal einen Schluck Cola. Ah, oh, die gute Zerro. Voll. So. Oh, ist meine Räucherware eigentlich fertig? Warte. Ja. Geil. Piep, voll. So soll das sein. Nahrung haben wir jetzt erstmal ausgesorgt, ne? So, oder? Und dann kommen wir jetzt, wie gesagt, endlich dazu, dass ich mir den Gyrokopter baue. Meine Güte. Hat aber auch gedauert, alles hier. Ha! So. Transportmittel. Wir brauchen alle drei Gyrokopterteile. So viel ist klar. So, ich habe mir da draußen schon mal die Startbahn gebaut. So. Alle drei Gyrokopter. Hammer brauche ich. Ah, okay. Dann brauchen wir von diesen Transportmittel-Elektronikeinheiten 2. Mal, wir gucken mal. So, und das pinnen wir mal an. Was habe ich denn? Okay, müsste gehen. So, Elektronikeinheiten 2.
Davon eins. Ja. Dann davon eins und... Davon eins. Ja. Geil, jetzt können wir alles bauen wahrscheinlich. Etwa 41. Ja. Ja, 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 ich freue mich. Aber wie läuft das jetzt? Nicht, dass ich jetzt wieder Scheiße baue. Im wahrsten Sinne. So, erstmal Gyrokopter-Fundament. Fantastisch. So, dann ein Gyrokopter-Sitz. Dann Gyrokopter-Rotoren. Oh, das ist so geil. Ein Gyrokopter-Cockpit. Und Gyrokopter-Motor. Ja! Da Vinci! Ein Achievement. Aber ich habe kein Benzin drin. Oh Leute, das ist so geil. Ich habe meinen Gyrokopter. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall noch Kisten mitnehmen. Noch eine leer machen irgendwie. Stimmt, ja. Ja, klar. Ja, klar. Wasserflasche war ja voll alles. Jo. Wir sind super, super, super voll mit allem. Haha, ich freue mich. So, jetzt nehme ich mir mal alles an Benzin mit, was ich habe. Beziehungsweise kommen wir eigentlich nochmal für diese Treibstoffaufbereitung. Ein Kanister, Seile, Bretter, Lehm und das war's. Geil. Geil. So, du kommst mit. Passt ja. Ich finde hier sowieso noch überall Kisten. Guckt euch an, mein super schöner Gyrokopter. Er ist so wunderschön. Hallo? Da ist gar kein Treibstoff drin. Scheiße. Okay, aber es macht nichts. Wir brauchen zwei Seile, vier Äste. So, warte. Zwei Seile. Warum pinne ich das nicht einfach an, ich dödel? So, ein Steinkreis. Also wir brauchen auf jeden Fall Feuer noch. So. Ein Feuerchen. So. Eine. Das, dann vier Stücke, zwei Planken. Zwei Lehm habe ich. Ah, hier, jetzt, okay. So, dann machen wir das mal eben noch zwei Palmen. Acken. Die sind auch schon wieder ein bisschen höher. Ich habe die halt alle so dezimiert, die ganzen Palmen hier auf der Insel. Mal ein bisschen leid. Aber schön, wir schaffen es noch auf jeden Fall, ein bisschen rumzufliegen. Ich freue mich so. So, also ich hoffe, dass wir es schaffen von der Zeit mit dem Treibstoff destillieren. Okay, so Handwerkswaren. Plonken. So, dann noch zwei Lehm.
Oder ich die noch... Hab die zwei. Und einen Kanister. Perfekt. Tada! Bam! Aber was kommt da oben rein, ist die Frage. Oh! Meister, wie schnell das geht. Ja, ja, ja! Aufsammlung des Treibstoffdestillierers. Was macht das hier? Neunzehn Tage überlebt. Ich glaube, das schneide ich jetzt mal raus. Ich glaube, das ist nicht sehr spannend, sich das anzusehen. Leute, ich bin so doof. Ich habe meine Kartoffeln gegessen. Und die hätte ich jetzt eigentlich gebrauchen können, aber mir ist eingefallen, ich habe die irgendwann mal Kartoffeln weggeworfen. Und ich glaube, da sind sie. Schlechte Kartoffeln. Und mit denen kann man vielleicht sogar jetzt Alkohol kochen. Also, mach mal. Wodka ist ja auch aus. Oh ja! Das geht. Weil Wodka ist ja auch aus Kartoffeln. Und man geht vielleicht auch Kokosnuss? Ich will es mal testen. Kann man vielleicht auch mit Kokosnussfleisch Alkohol machen? Das wäre natürlich cool, ne? Vielleicht geht es ja auch mit Fischen. Also überall, wo Zucker drin ist, zum Beispiel auch in Kokosnuss, das muss ja funktionieren, oder? Nee. Schade. Geht das vielleicht mit gebratenem Fisch? Verdorbener Fisch? Nee. Wäre auch zu schön. Aber Kartoffeln aufheben, nicht wegwerfen oder anderweitig verarbeiten, habe ich jetzt gelernt. So, am besten gleich wieder anpflanzen, wenn ich welche finde. Sehr gut. Da kann ich ja doch bald mal losziehen hier mit meinem netten Bürokopter. Ja, sofern die wieder nachwachsen hier, die Kartoffeln. Ja, ich mach das mal sauber. Bei Yucca brauche ich nicht wirklich. Da, weg. Weg. Aber endlich weiß ich, woran es gelegen hat. Ich dachte schon, ich werde bescheuert, weil es kam kein Treibstoff hier raus. Dauert natürlich jetzt auch wieder noch so eine Zeit. Aber bald haben wir es. Ja. Wenn das Unwetter vorbei ist, gehe ich nochmal auf die andere Insel. Das hat nur kurz warten, bis hier ein bisschen Treibstoff drin. Nee, dachte eben, es wäre schon. Ja, und wir warten bis morgen noch. Besser ist das. So. Ja, das wird halt nichts mehr. Naja, aber wir kriegen das ja mit dem Gyrocopter, ich verspreche es. Das geht jetzt ratzfatz. War nur ein bisschen Benzin. Und dann kann ich fliegen und dann ist alles einfacher. Wird das so schnell gehen wahrscheinlich. Machen wir mal hier jetzt, egal. So, legen wir mal da rein. Wir brauchen hier nur einen wahrscheinlich. Wie lange dauert das denn? Wir schlafen einfach mal eine Nacht drüber. Was? Kannst du nachts schlafen? Es ist doch Nacht. In meine Verhältnisse ist es Nacht. Ja! 25%. Wollen wir es einfach mal probieren?
Ja, 25%. Voll geil. Also, hoffen wir einfach mal. Ich habe meinen Sturm fliegen. Ich fliege jetzt einfach beim Sturm los. Was soll's? Wir fliegen jetzt. Ich habe ja versprochen, wir schaffen das noch diesen Part. Yeah! Alter! Da kommt das bisschen wird's halten, oder? Bis darüber. Ist nicht schnell, aber... Wir können fliegen! Oh, ich freue mich gerade so. Wir haben sogar einen Kompass. Was? Okay, es wird vielleicht ein bisschen knapp. Ich hoffe, der macht den Rückweg noch mit. Oh Leute, geil! Wir haben's. Ja, die Hälfte ist schon gleich weg. Alter. Ich runter. Fuck. Geht nicht gut. Sollten wir hier vielleicht noch was holen? Wenn ich das zum Laufen kriege noch. Das bin ich. Ich dachte, was rennt da neben mir? Voll creepy. Komm, ich schlaf mal. Das bringt jetzt nichts mehr heute Nacht. Ey Leute, ich hoffe, der Rückweg, das reicht. Tag 20. Ey Krabi. Haben wir keinen Ärger? Gibt's noch mehr Kartoffeln? Nehmen alles, was hier auf dem Boden wächst. Irgendwo müssen noch Kartoffeln sein hier. Die wachsen ja scheinbar überall. Was? Meine Lampe leer? Unbesiegbar! Vielleicht brauche ich es einfach nicht zu der Witterung hier. Wenn es so hell ist. Komm, Kartoffel, bitte. Kartoffel. Luca. Oh, ich glaube, hier sind keine Kartoffeln. Dann soll es hier immer nur in diesen, auf diesen Blätterhaufen da wachsen. Also hier so. Oh Mann, ich muss jetzt hoffentlich nicht warten, bis... Was? Linie, ja. Das hoffentlich jetzt nicht warten, bis die anderen Kartoffeln gewachsen sind, weil dann muss ich wieder warten, weil ich die ja dann direkt einpflanzen werde. Oh, das wäre total schade. Aber hey, guck mal, eine Aloe. Oh! Alter, wo denn? Schwein. Alter. Alter. Dumme Sau. Aber jetzt kriege ich wieder Leder. Boah, ich hätte vielleicht mal nach unten gucken sollen. Also nicht nach unten, meine ich. Jetzt gibt es noch dein Fleisch. So ein Wackelkopf. Und die spawnen.
Kartoffeln, bitte. Okay, auf dich habe ich jetzt auch gerade mal keine Lust. Dann renne ich direkt in die nächste rein, ne? Au! Oh, der Speer ist kaputt! Und Scheiß. Einmal geworfen ist das Ding schon am Arsch. Komm bitte irgendwo Kartoffeln. Schon wieder ein Sturm. Darf doch nicht wahr sein. Egal, ich fliege jetzt in den Sturm. Oh, das reicht nicht mehr zurück, Leute. Ich falle ins Meer, ich weiß es. Vielleicht ganz hoch. Vielleicht hat das Ding ja so eine Art Fallschirmmodus. Scheiße, ich ziehe dann Land. Komm, wir schaffen das. Komm. Nein. Komm, geiler Gyrokopter. Nicht. Es funktioniert tatsächlich. Nein! Komm schon mit. Na, wo ist er? Nein! Ey, was machst du? Ich schaff's noch. Sag's euch, wo ist er? Ey, ich will nicht auf dem Ding springen. Hoffentlich kommt jetzt kein Hai und tötet mich. Ey, ich mach ja so eine Scheiße. 20 Tage überlebt, aber wie, ne? Ah, komm schon! Wir sind bald da! Oh nein, ich höre was. Das ist nicht los, ne? Oh, komm jetzt! Wo hängt er denn? Überall Steine. Also. Nein! Komm mit! Oh, die Schildkröte fliegt auch schon! Nein! Ey, wie kann der Gyrokopter das überstanden haben, frage ich mich gerade. Ist egal, wir haben es geschafft. Leute, es glaubt mir kein Schwein. Ja gut, ihr jetzt schon, weil ihr es gesehen habt, aber... Tada! Gesaved! Bitte gib Kartoffeln! Kartoffeln! Okay Leute, ich mache hier mal Schluss. War lustig, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Wenn ihr... Wenn ihr damit fertig seid, euch die ganze Zeit die Hand vor den Kopf zu hauen. Wenn ich hier so einen Quatsch mache. Warum bist du wieder da? Du bist scheiß Vieh. Ich pack's ja nicht. So Leute, Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis dann mit Stranded Deep.